Wieder schwerer Verkehrsunfall auf der Sauerlandlinie. In der vergangenen Nacht kollidierten zwischen Lüdenscheid Nord und Hagen Süd zwei Pkw. Vier Personen wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Die Unfallursache gibt der Polizei Rätsel auf, da es bislang keine Zeugen für den Unfallhergang gibt. Sowohl die Feuerwehr Lüdenscheid als auch die Feuerwehr Hagen waren auf der Autobahn im Einsatz. Wir befinden uns hier auf der A45 Fahrtrichtung Dortmund, 1000 Meter vor dem Autobahnkreuz Hagen Süd. Also bislang ungeklärter Ursache sind zwei Fahrzeuge verunfallt. Insgesamt haben wir vier verletzte Personen, die in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Spurensicherung dauert noch an. Zurzeit wird eine Rückführung veranlasst in Richtung Lüdenscheid Nord. Die Autobahn ist gesperrt. Im weiteren Verlauf werden wir dann die Unfallstelle ausleuchten und die Spuren markieren, da wir keinerlei Angaben erlangen konnten, wie der Unfall passiert ist. Und morgen wird dann halt durch ein Spezialteam vom Landeskriminalamt die Unfallstelle aus der Luft vermaßen. Problematisch gestaltete sich die Unfallaufnahme, da die Beteiligten selbst keine Angaben zum Unfall machen konnten und doch sonst niemand den Zusammenstoß gesehen hat, musste die Polizei sorgfältig alle Spuren sichern, damit später Sachverständige und das Landeskriminalamt den Unfall rekonstruieren können. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde das technische Hilfswerk Hagen angefordert. Immer wieder ein Problem. Gaffer mit Fotohandys, die von der Polizei zurückgedrängt werden mussten. Damit die Spuren fotografiert werden konnten, wurden die im Stau stehenden Autos entgegen der Fahrtrichtung bis Lüdenscheid Nord zurückgeführt.